eindeutig ein CLDUS aus Gala 3 und heute mit meinem neuen Mock. Ja, es ist eine Einsendung für den Mock-Contest von YUFruit oder YUYUFruit oder wie man es auch mal aussprechen will. Ja, und zwar wird das vielleicht auch noch für andere Contests sein, aber ich weiß es gar nicht, ich bin jetzt gerade nicht so im Überblick, welche Contests jetzt auch so am Laufen sind zurzeit. Ich fände es ganz gut, wenn ich die dann hinterher noch hinschreiben könnte und das dann dafür noch eingesendet werden könnte, falls ich noch für welche einsende. Ja, außerdem ist es, ja, nee, nicht außerdem. Also ich fange jetzt einfach mal mit der Geschichte an. Es spielt auf Kashyyyk, wie viele meiner Mocs, weil ich den Planeten einfach sehr cool finde. Das ist eigentlich mein Lieblingsplanet, so mit Coruscant zusammen. Ja, und zwar ist das hier ein Gebiet, wo früher die Wookies lebten. Und ja, dann haben die Druiden hier ihre Basis errichtet und da wurden die Wookies mehr oder weniger auch vertrieben und sind dann in andere Bereiche von Kashyyyk gegangen. Ja. Und jetzt, da das hier eine wichtige Basis ist, auf Kashyyyk, will die Republik jetzt diese Basis angreifen, um diesen Punkt auch hier einzunehmen und für die Republik zu sichern. Ja, und das haben die Wookies mitgekriegt, dass die Republik vorrückt und da die Republik ja, da die Wookies ja mit der Republik eher, jetzt sag mal so, verbündet sind, sind jetzt auch mitgekommen und ja, ich sag jetzt mal, unter dem Feuerschutz der Republik, also mit dieser nach vorn rückenden Welle der Republik, sind die jetzt hier auch wieder hingekommen, haben ihre alten Häuser und Stellungen wieder bezogen und ja, greifen jetzt mit an. Ja, und ja, es ist halt eine Bergbasis, sag ich jetzt mal, der Ruinen. Und ich fange einfach mal mit der Schlacht an. Also, hier vorne ist so ein See, habe ich diesmal aus diesen schrägen Teilen hier gemacht. Außenrum sandiger. Dann hier mit solchen, ja, Uferpflanzen. Weiß nicht, könnte hier Zuckerrohr oder sowas ähnliches sein. Ich weiß nicht, ob es das auf Kashyyyk gibt. Ja, hier habe ich das jetzt einfach mal sandig gemacht. Das ist nur so ein kleiner See. Eigentlich müsst ihr euch das mehr vorstellen, dass das Wasser hier weitergeht. Aber wenn ich das jetzt abgemacht hätte, wäre da so eine komische Kante entstanden, weil die ja mal versetzt sind. Und deswegen habe ich da jetzt einfach Sand drüber gemacht. Ja. Das geht hier über in so einen erdigeren Bereich. Und hier geht das über in einen etwas, ja, Grasbereich, so Grasebenen, ähnlich wie auf Naboo. Ja, da sind auch so kleine Felsen da und da drin. Und da das nicht so eine sumpfige Region von Kashyyyk ist, können da auch Läufer eingesetzt werden, wie hier dieser ATTE. Und ja, jetzt fange ich einfach mal hier hinten an. Also die Klonen rücken jetzt hier vor. Ich meine, ich hätte alle meine weißen Klonen drin. Müssen um die 32, 34 ungefähr sein. Ja, die rücken jetzt hier alle vor, gehen mit dem ATTE mit, um da ihn da auch zu schützen, weil der ist ja eher anfälliger da drunter, wenn man da irgendwie hinkommt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Hier ist dann der Swarm Speeder mit zwei Gunnern drauf, die den fahren. Da kommen auch noch Klone aus der Richtung. Ja, hier sind dann ganz viele Klone. Einer wird hier abgeschossen. Hier ist dann, sind da die Baumhäuser der Wookies, die da und waren. Die haben die Druiden nicht zerstört, weil die das nicht als Bedrohung ansahen. Und die haben die Wookies jetzt auch schnell wieder bezogen. Und die Klone sind teilweise auch mit hochgegangen, so als Scharfschützenposition. Ja, und ja, das sind halt die Bäume, die ich jetzt aus den Teilen aus dem Lego Store gemacht habe. Ich habe ja, wie gesagt, bei und Summoner 363 im Lego Store in Essen und da habe ich mir Sachen geholt. Und ja, da sind jetzt halt auch teilweise die Bäume entstanden. Und hier solche, ich sag mal, ja, so vor, so rund, Gänge, sag ich jetzt mal. Dazwischen ist eine, sag mal, Hängebrücke fast. Die ist ein bisschen durchgedrückt, damit die ein bisschen wie eine Hängebrücke aussieht. Darüber geht gerade ein Wookie. Sind alles Chewbaccas, aber müsst ihr euch wie normale Wookies vorstellen. Der hat so ein Speer und so ein Schild. Das Schild habe ich halt selber gebaut, wie man sehen kann. Das ist so ein Griff.
dazwischen noch ein Teil und dann so ein 2x4er. Ja, ist sowieso ein Holzschild, der aber aus dickerem Holz ist, deswegen ist dann der Blasterschuss so ein bisschen abwehren kann. Ja, hier auf diesem Baum sind dann noch ein Wookie mit einer Armbrust, ein Neo Trooper, noch ein Neo Trooper und Commander Neo. Ja, die sind halt auch mit hochgegangen und noch ein Scharfschütze, der gerade hier diesen SKD abschießt. Ja, also ein Kashyyyk Trooper. Ja, und dann mache ich mal kurz einen Schnitt. Ja, und dann sind hier solche Holzbarrikaden, die sie gedacht so als Baumstämme. Die haben die Wookies hatten, die hier schon vor längerer Zeit mal aufgestellt. Ja, und ein Wookie hat hier seine Armbrust reingemacht, also dran gemacht und schießt da jetzt raus aus seiner Stellung. Ein Klon hat sich mit dazu gestellt. Dann ist hier Kix von der 501. Der ist der Sanitäter, wenn man vielleicht weiß, ihr hoffentlich wisst. Der versorgt hier gerade hinter dieser Stellung, hinter diesem Schutzwall. Versorgt jetzt gerade, weil jetzt ein Klon, da liegt ein Helm von dem. Ja, wie gesagt, hier rücken die Klone vor. Hier habe ich meinen neuen AT-RT. Ich sag mal, dass die, also, ja, das Design dafür geht, also die Design-Idee ist zu Brick Tricks bis zu diesem Scheiben hier. Da, von da aus habe ich die Beine, also die Beine sind mein Design, sag ich jetzt mal, auch so ein bisschen an seins angelehnt, aber habe ich etwas anders gemacht, weil ich sein etwas zu instabil fand, aber der obere Teil ist einfach der Hammer, wie er das hingekriegt hat in seinem Tutorial, habe ich mir gestern mal abgebaut, habe die jetzt in den Smog reingestellt und ich würde sagen, wirklich sehr cool. Großes Kompliment an Brick Trick, ich weiß nicht, wie man sowas, ich sag mal, designt, also ich wäre jetzt nicht auf einige Bautechniken, wäre ich gar nicht gekommen. Ja, dann ist hier Commander Gree und ein Wookie, der unter dem Schutz seines Schildes da so vorrennt, um die da so ja, wegzumetzeln, keine Ahnung. Klon mit einem kurzen Blaster, hier ist Luminara und Duli, hier ist Luminara und Duli, die geht in den Druiden rein. Und hier ist Barriss Ophidi, die kämpft hier gegen die Kommandodruiden zusammen mit ein paar Klonen und dem Aftrooper auf dem AT-RT. Von hier kommen noch ein paar Kommandodruiden da so den Berg runter gesprungen. Aus dem Berg komme ich gleich noch. Hier sind dann, ich mache mal hier weiter, ein 501. Trooper mit einer Raketenwerfer, der den hier so in diese Pflanze reinigt, um das so ein bisschen stabiler zu halten. Und dann will er hier diesen Zergspindroiden abschießen, der jetzt runterkommt. Hier ist ein toter Klon, ein paar weitere Klonen. Hier ist Hardcase mit seinem Minigun, die er auch da reinschießt. Jesse ist hier noch, er kämpft hier gegen den SKD hier. Noch ein 501. Trooper, Fives, der wird gerade nicht abgeschossen, auch wenn das ein bisschen so aussieht. Also mit der Waffe schießt er halt in die Richtung und er bückt sich so ein bisschen nach hinten, um mit der Waffe hier auf diesen Sniper zu schießen, den er gefunden hat. Ja, weitere Klone, hier ist Dogma, Tab, dann ist hier noch weitere Klone und hier ist Rex. Der schießt ja so ein bisschen da in die Menge rein. Diese Waffe hält er so komisch, weil er eher gerade an seinem Armkommling drin ist, dran ist. Und mit diesem hier funkt und dem jetzt sagt, wann er schießen soll und so weiter. Mit dieser Waffe schießt er halt diesen hier ab. Dann ist die Ahsoka, die ich jetzt auch mal überarbeiten werde. Aber bei neuen 2013 Sets kommt ja auch eine neue Ahsoka, deswegen überlege ich mir das noch. Vielleicht meine ich das auch gar nicht. Ja, also an dieser Stelle Tipp, wer noch nicht die neuen Lego Star Wars 2013 Sets im Frühjahr, wahrscheinlich wieder Anfang Februar, kommen meistens 4. Februar raus, ja, guckt euch die Bilder davon an, da gibt es einige Videos von bekannteren YouTubern, also jetzt bekannteren Lego Star Wars YouTubern, naja, die geht er jetzt halt so durch, um in die Basis einzudringen und hier auch den Panzer mit zu zerstören. Also es sind hier immer so kleine Schlachtformationen, habe ich diesmal genommen, hatte ich schon länger nicht mehr. Immer 9 Kampfdruiden, dahinter 3 SKDs mit Blasterarmen und hier und dazwischen immer jeweils einer mit Raketenarm.
Dieser hier wird von diesem, der erste Trooper übrigens schon abgeschossen. Und hier ist noch ein Wookie, der diesen Druiden so mit seiner Axt umhaut. Ich weiß nicht, ob die auch Äxte haben, aber ich hatte keine Armbrüste oder Speere mehr. Deswegen, ja, habe ich die jetzt einfach genommen. Ja, dann zeige ich jetzt hier noch gerade diese Außenwand von dem Berg. Also hier ist erstmal so eine Klappe, wo es in die Druidenbasis reingeht. Ja. Dann sind hier zwei Zwergspindruiden. Einer steht da und feuert nach hinten, irgendwo hin. Einer schießt hier runter und will da runtergehen. Hier ist halt ein Sniper mit so einem Blaster, Pistole und Snipergewehr. Dann, ja, also bei den anderen Klonen ist das halt nicht ein Snipergewehr, aber bei den Druiden nehme ich das einfach als Sniper. Ja, dann ist hier so ein Berg, da drin ist eine versteckte Satellitenschüssel, aber dazu komme ich dann noch, ich mache gerade noch erstmal einen Schnitt. Ja, also, wie gesagt, hier drin ist so eine Satellitenschüssel, die versteckt ist. Also, muss ich das vorstellen, hier geht der Berg hoch und hier ist dann nicht so eine Plattform reingezogen, sondern hier geht es dann etwas flacher weiter, mit so ein paar Hügeln auch, aber da geht es dann weiter. Also es ist nicht einfach nur so hier so hochgebaut, so auf Stützen draufgebaut. Das ist hier nur zur Stabilität. Geht dann noch weiter. Ja, deswegen ragt ihr hier so ein bisschen auch über die Plattform drüber. Und ja, kann man ein bisschen drehen und bewegen, aber auch nicht viel. Muss man auch, glaube ich, nicht so. Ja, ist hier jetzt in so einem Felsen reingemacht. Dann ist hier ein Druidenkommander mit einem Fernglas und einem Druidenblaster. Dann ist hier ein anderer Scharfschütze, der schon von irgendwie Commander Gree oder einem seiner Truppen abgeschossen wurde und der fällt da jetzt immer so stückweise den Berg runter. Hier steht ein AAT, der zielt auf den ATTE, aber wahrscheinlich wird eher der ATTE den AAT abschießen, weil der erste Mal, glaube ich, häufiger feuern kann und ja, stärker ist und noch eine bessere Panzerung hat. Ja, habe ich halt versucht, relativ ungleichmäßig zu machen. Hier auch. Ja. Und da komme ich jetzt mal zum Innenbereich. Achso, das habe ich noch vergessen zu sagen. Hier habe ich das ein bisschen detailliert. Also hier ist mehr so eine Steinfläche. Fängt das felsige an. Ja, deswegen habe ich da so ein paar Detaillierungen und sowas reingemacht. Ja. Dann sind hier einmal links und rechts Leitern. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass hier da nichts ist, sondern dass das hier wie so ein Luke ist, die so rumgeht. Und da kann man halt hochgehen. Ich ziehe das nochmal alles ein bisschen weg. Nervt sonst. Nächstes Mal, ob ich das hier gut erkennen kann. Ich zeige euch erstmal diesen Teil. Also hier sind zwei Energiegeneratoren oder sowas. Da sind dann jeweils Stützen auf jeder Seite noch. Einen Moment. Entschuldigung. Hier geht dann ein Energieversorgungsschlauch hier hin. Und der geht dann hier so durch. Und hier sieht man dann diese schwarze, das ist so ein Kabel, Brücke, Kabelleitung hier. Da stehen die, geht dann hier rein. Und zur Satellitenschüssel. Ja, dann stehen hier auf jeder Seite jeweils zwei Naboo-Fahrzeuge, also diese Battle of Naboo Druidenträger drin. Hier ist dann so ein Schankwand. Hier sind dann solche oberen Ebenen. Da kann man über so eine Leiter hochgehen. Ich finde es jetzt schade, dass es ein bisschen dunkel ist, aber ich hoffe, man kann es trotzdem erkennen. Da hinten sind auch so Schreibtische mit so Stühlen. Ich kann euch mal die Stühle zeigen. Das Design habe ich so ein bisschen von The Ultra Pro 12 abgeguckt, aber auch noch ein bisschen anders gemacht. Ja. Kann man so hinten klappen. Finde ich ganz gut. Habe ich hierfür benutzt. Also, ja. Guckt euch auch die Basis von The Ultra Pro 12. Das ist sein letztes großes Mock. Da ist also unser neues großes Mock. Da sind die drin. Die ist auch sehr cool. Guckt euch das mal an. Sorry, jetzt war gerade mein Speicher voll. Wie so häufig. Ja, wie gesagt, also da oben sind halt so Computer. Hier auch verschiedene. Dann ist hier so der mittlere Bereich, das kann man jetzt auch einfach leider schlecht erkennen. Das ist hier alles so abgeglättet mit diesen 2x2ern in beige so glatt. Ja, dann steht hier der Corporate Aliens Tank Droid, der da rausrollen will oder rausrollt. Hier oben sind dann noch Lampen dran,
Dann sind hier zwei Fahrzeuge aus diesen AATs, also diese AAT-Fahrzeuge. Die haben hier so Kisten. Kann man hier vielleicht etwas besser? Ach, scheiße. Ich nehme mal einen raus. Also der hat hier so eine Kiste und da sind so Waffen drin. Ist beim anderen auch. Dann ist hier noch so ein Geschütz. Das kann man vielleicht etwas besser erkennen. Da ist auch ein Druidenpilot drin. Also wer Battlefront 2 spielt, das soll so ein ähnliches wie dieses Standgeschütz da darstellen. Wenn hier jemand in die Basis eindringt, dass man dann das noch so als letzte Verteidigungslinie hat. Das kann man auch drehen, hoch und runter machen, glaube ich auch, aber dann bricht es meistens ab. Egal. Ist hier halt so, zeigt so auf die Einfahrt. Ja, es wird halt immer, wenn die Basis angegriffen wird, besetzt. Ah, das ist echt schlecht hier mit dem Licht. Jedenfalls geht hier ein Druidenpilot hoch. Hinten drin sind da, sieht man, zwei Druiden eingeklappt. Die sind hier in so kleinen. Vielleicht kann man es von hier besser zeigen. Kleinen Moment. Da sind so. Ja, so Ladesäulen, sieht man vielleicht ein bisschen dieses Orange. Nicht gedacht, dass das Licht da drin so schlecht ist. Und da sind die halt so vor und werden da aufgeladen. Der Druidenpilot geht halt, wie gesagt, unser Leiter hoch. Ja, dann sind hier noch die Druidenträger. Stehen noch ein paar Kisten rum. Und. Ja, das ist eigentlich auch schon das Mock. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat Juju Fruit oder wie man ihn jetzt auch immer ausspricht. Ich weiß gar nicht so genau. Ich gucke zwar immer wieder seine Videos, aber es ist trotzdem nicht so genau. Juju Fruit, YU Fruit, wie auch immer. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es gefällt auch den anderen, falls ich es noch für andere Contests einsenden werde. Ja, was ich noch vergessen habe, ist es nicht so wichtig, aber will ich trotzdem das gerade noch zeigen. Da ist übrigens auch richtig ein Klonpilot drin und da ist auch richtig ein Gunner drauf. Das kann man ja schon sehen. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich alles genannt habe, was so drin vorkommt. Ja, müsste eigentlich alles gewesen sein. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, es gefällt den Contest-Veranstaltungen, die ich jetzt schon habe und die vielleicht dazukommen. Ja, ich finde, ich bin mit diesem Mock sehr zufrieden. Besonders hier mit dem Design dieser Bergbasis wollte ich schon immer mal machen und ich finde, es ist richtig gut geworden, muss ich jetzt einfach mal selber sagen. Und ich werde gucken, vielleicht mache ich in Zukunft sowas nochmal. Und ja, das war's. Kommentiert, bewertet, abonniert. Oh, Anakin habe ich ganz vergessen. Anakin, der steht hier und schubst dann mit der Macht diese Druiden so weg und wehrt da Blasterschüsse ab. Ja. Gut, dann war's das. Bis nächstes Mal. Tschüss.